Komme auf mein Leben nicht klar, Leute. Sinan Balidemir fliegt jetzt nach Sevilla. Sevilla gegen Borussia Dortmund Champions League. Das ist nicht alles, weil nur, dass ich schon dahin fliege, dann Play TFC. Ich werde mit dem gleichen Hotel sein wie die Borussia Dortmund, wieder wie unsere Männer, werde ich im gleichen Hotel sein. Ich werde mit der U19 hinfliegen und habe eine VIP-Experience. Dank Play TFC. Wir sind jetzt beim Dortmunder Flughafen angekommen. Guckt euch das mal an. Wir kriegen jetzt unsere Tickets hier ausgehändigt. Geht's auch schon direkt los nach Sevilla. Was geht hier? Alles gut? Was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen, Bruder? Rein und Dortmund. Rein, ich hoffe es auch, Mann. Wir haben den Pöhlerherz, Alter. Grüß Gott, Junge. Junge, was denkst du? Der Toxi von der Pöhlers ist auch dabei. Der ist, auch am Start, Leute. Schönen Schall, Schall, oder? Der ist Sevilla-Schall, Bruder. Ja. Wir haben einfach hier so ein Etui bekommen, da ist unser Ticket drin, da ist unser VIP-Experience, alles da drin. Das sieht einfach zu krank aus, hier ist unser Flugticket, ich bin unnormal hyped. Ich bin so mal drin gewesen, Leute, und hab mir einen Kaffee geholt. Ich bin aufgeregt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das heute ablaufen wird. Vor allem, ich habe Flugangst und das wird jetzt gleich sehr, sehr cool. Nee, und Basili sind auch schon da, an die ganzen OGs, ihr kennt die zu 100%. Die U19 kommt gerade auch schon rein, Leute. Mal schauen, wann die Profis kommen. Guck mal, die sehen gehypt aus, die sind hyped, die sind Dings. Die sind heiß, man sieht schon. Schaut euch diesen Flieger an, Leute. Vielleicht sitzen wir in dem drinnen oder in einem anderen. Ich wurde von Playteams hier eingeladen, also von der App The Football Club, um nach Sevilla zu fliegen, um euch einen geilen Stadionvlog zu bieten. Und was ich alles erleben werde, sage ich euch jetzt. Ich werde, glaube ich, im drittteuersten Hotel in Sevilla sein, werden beim Trainingsgelände sein. Die Profis werden auch da sein. Ich werde im gleichen Hotel sein wie die richtigen Profispieler. Und die Dortmunder, guck mal, da sieht man schon den Ochsen, Niklas Süle, Mukuku. Die kommen gerade alle rein, Leute. Mal schauen, ob die auch jetzt hier sein werden. Komm nicht klar, guck mal, hier sind die ganzen Dortmunder. Und Thomas mal hier. Guck mal, mein Digga, der steht gegenüber mir. Ich komme mein Leben nicht klar. Flugzeug, Thiago am Start, der Pöler, Ernesto Valverde am Start, Vasili, unser Koch, ist auch am Start. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, also wir fliegen jetzt los. Sina scheiß schlechte Hose verschiss, aber egal, scheiß drauf. Essen wurde uns allen auch schon perfekt serviert. Gute Nummer, Jungs, ne? Gute Nummer. Wir kriegen heute Hähnchen, Brötchen, Obst und Tee. Jetzt gleich am Boden, wir landen gerade. Wir sind jetzt in Sevilla, Leute. Von 15 Grad auf 34 Grad. Da, Leute, wir sind in Sevilla. Es gibt keine Grenzen mehr. Borussia Dortmund gegen Sevilla oder Sevilla gegen Borussia Dortmund in Sevilla. Ey, ich komme nicht drauf klar, was mir hier möglich wird. Ich komme auf mein Leben nicht klar. Auf jeden Fall checken wir jetzt erstmal ins Hotel ein. Wir wurden jetzt mit dem Shuttle hier hingefahren zum Hotel. Grand Melia Hotel. Sieht schon auf dem ersten Eindruck schick aus, ne? Ich bin hyped. Leute, das erinnert mich hier einfach irgendwie an der Klassenfahrt. Wir sind einfach mit den ganzen Jungs. Ey, ich freue mich auf den Trip. Was sagst du dazu? Wir sind heiß, Junge. Erstmal sage ich, vamos. Vamos. Ich weiß nicht wohin. Es sieht aus wie in einem Film hier. Ich kaufe mein Leben nicht klar, Leute, ich schwör's euch. Im Aufzug, Jungs. Jawohl, Junge. Jetzt geht's los hier. Junge, sind am schön. Ja. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das, Digga? Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Guckt euch diese Rücken, Mann. Junge, Junge, Junge. Das hier ist mein Zimmer, Digga. Das ist mein Zimmer. Geh mal rein, komm. Ich bin so heil. Ach du Scheiße. Digga, ich kann nicht noch... Warte, dir zu. Endlich kann ich Sinan sein, Digga. Ich muss die ganze Zeit ein auf. Guten Morgen, guten Abend, gut. Halt den Mund, Junge, jetzt bin ich dran. Jetzt ist endlich so weit, Mann. Was ist das für ein Spiegel? Jo, Cristiano Ronaldo hat sein Spiegel nicht zu Hause, wie das hier aussieht. Schauen wir uns das Zimmer mal an. So. Hier, wir gehen mal direkt ins Badezimmer. Oh mein Gott, oh mein. Oh mein Gott, oh mein. Was ist das? Chat, ich hab Doppeldecker-Toiletten, Junge. Wenn ich will, piss ich da rein und da wasche ich meinen Arsch ab. Und da, nee, da kacke ich. Ah, nee. Das ist, glaube ich, für seinen Arsch abwaschen. Egal. Auf jeden Fall, Leute, das. Ich komme auf mein Leben nicht klar. Eine Regendusche, es ist einfach zu schön. Dann habe ich hier eine fette Couch und das kräftigste Bett der Welt. Oh, 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 oh. Schau mal bitte die Lobby an. Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht einfach nur geil aus. Und ich glaube, wir genehmigen uns auch jetzt was, oder? Was sagst du? Was? Guck mal, der Block im Block. Der Block im Block. Der Block im Block. Ja, es ist einfach wild. Leute, guckt euch das mal an hier. Das ist unsere Aussicht. Und guck mal, wir haben auf dem Dach ein Hotel. Es ist unglaublich schön hier in Sevilla. Mein Gott, also Leute, ich bin geflasht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das hinter mir an. Wieder ein Block in einem Block. Wieder der Block im Block.
So Leute, wir sind jetzt mit den ganzen Jungs in der Innenstadt hier. Hier gibt es schon mehrere Restaurants, mehrere Läden. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier an. Wir fahren jetzt gleich zum Trainingsgelände. Was da abgeht. Wie sind sie denn drauf, die Jungs? Digga, ich bin mal gespannt. Also ich erwarte morgen auf jeden Fall die 3 Punkte in der Champions League. Was sagst du, Junge? Das Wichtigste ist erstmal, dass tatsächlich Gregor Kobel mit geflogen ist. Ja. Denn dann steht auf jeden Fall schon mal die 0 hinten. So. Man darf nicht vergessen, Marco Reus ist nicht da, Mats Hummels ist nicht da. Ja. Das heißt, es wird sowieso nochmal schwieriger für uns. Aber es ist mir egal, wir sind jetzt hier nicht auf Spaß. Schlotterbeck in der Innenverteidigung, ja? Kobel dahinter, das wird schon. Das wird schon. Perfekt, reicht. So, wir sind hier jetzt in der Innenstadt, einen schönen Müllwagen hier gesehen. Nee, also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass entspannt hier auf. Hier ist Polizeipräsidium. Nee, wir sind einfach mitten in Sevilla, ne? Wir haben jetzt alle Essen, Leute. Guten Appetit, Jungs. Five Guys. Schmeckt besser als in Deutschland. Leute, wir sind jetzt im Bus, wir fahren jetzt zum Trainingsgelände. Wir sind jetzt endlich da. Morgen um 21 Uhr wird es hier rund gehen. Da holt Borussia Dortmund die 3 Punkte mit nach Hause. Was ist mein Tipp eigentlich, Leute? Ich sage euch mal meinen Tipp schon mal für morgen. Ich gehe davon stark aus, dass Dortmund das 2-3-0 gewinnen wird. Ich denke mal wieder, dass Modest spielen wird und ich beliebe jedes Mal daran, dass Modest ein Tor schießen wird. Wenn es Modest nicht macht, dann wird Karim Adeyemi safe treffen oder Daniel Mahl. Die Presse ist auch am Start. Yes, und schaut sie euch an. Hier sind unsere Jungs. Da sind sie. Da sind sie am Trainieren. Mein erster Eindruck, muss ich sagen, das Stadion gefällt mir unnormal. Auch generell mal sowas zu erleben, hinter den Kulissen einfach mal zu sein, wie die trainieren, vor allem im Stadion und das nicht einfach so ein Dortmund. Generell, wie gesagt, die ganze Reise ist einfach zu krank. Ey, den Terzic schmeckt da rum. Komm mal, mach mal jetzt richtig, komm. Aha, Odessa, Guerrero. Weakfoot, Fischer Weakfoot. Das war schon öffentliche Training, Leute. Wir durften einfach 15 Minuten hier sitzen. Es war einfach mal cool, auch die so Gespräche hinter den Kulissen mitzukriegen. Vor allem, wo Edin Terzic mal ernster wurde, wo jeder Pass ankommen musste. Und sowas will ich auch sehen, diese Präsenz, diese Aggressivität morgen. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Essen. Erstmal angerufen werden. Ich sag euch ehrlich, Sevilla von 1 bis 10, die Stadt ist einfach komisch. Manche Seiten von der Stadt sehen einfach richtig geil aus, so eine 10 von 10. Und auf einmal denkst du, bist Neukölln. Und da, wey, yo, was ist hier los? Zählt am Wasser hier. Ne, wird jetzt sagen, am Rhein. Ne, meint doch zu mir, ich teste will. Ist perfekt angekommen hier. Vorspeise ist Ei mit Tomaten, mit Shrimps, alles da drin. Leute, endlich mal was Gescheites zum Essen jetzt. Wir haben hier einen Fisch. Ein Barsch ist das, oder? Das war der Fisch, mein Highlight hier. Das ist anscheinend ein 5-Gänge-Menü. Wir kriegen jetzt hier noch Steak. Und ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird. Sag ich ehrlich, ich habe mittlerweile keinen Bock. Ich bin einfach nur zum Hotel. Das wird ja alles in die Länge gezogen. Du isst eine Sache nach dem anderen. Du hast einfach keinen Hunger mehr. Weil du so lange warten musst auf dem Rest, ne? Das ist schlimm einfach, ich weiß dir. Endlich mal die Hauptspeise, Rinderfilet. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt schmeckt, live Reaction. Ich bin einfach Foodblogger, scheiß auf. Leute, der erste Tag ist jetzt auch vorbei. Was für, der fängt jetzt an, Alter. Hast recht, scheiß drauf. Also Leute, auf jeden Fall, wir sehen uns morgen wieder. Das gibt es ja alles zum Frühstücken. Ich habe es auch noch nie in meinem Leben gesehen. Digga, das ist ein Rolls Royce. Guck mal, hör auf damit. Er macht kaputt. Lack, nein! Er zerstört komplett mal. Was macht man, Silly? Er hat alles kaputt gemacht, ja. Es gibt manchmal Sachen im Leben, die sind einfach entspannend. Und das hier ist gerade einfach entspannend. Spieltag, es heißt Spieltag. Sevilla gegen Borussia Dortmund. Wir haben jetzt 18 Uhr irgendwas. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Stadion. Eingeblendet ist mein Team für das Spiel Sevilla gegen Borussia Dortmund. Das ist mein Team, was ich hier aufgestellt habe, wo ich denke, dass sie am besten performen werden. Und als Gewinner werde ich dann natürlich, wenn ihr dann nicht mitspielt, 2 VIP-Tickets in der Loge haben. Borussia Dortmund gegen Sevilla. Deshalb, wenn du auch mal in der Champions League dabei sein willst, kostenlos, alles komplett kostenlos, Download, kostenlose Challenge mitspielen, lade die App PlayTV runter, Link ist in der Videobeschreibung. Und spiel bei den Challenges mit, ganz einfach, wir können manchmal PSN-Karten, wir manchmal Stadion-Tickets, manchmal VIP-Lounge, alles for free. Wir sind jetzt im Bus angekommen, auf dem Weg zum Stadion. Ich bin hype. Das war nicht, wo wir angekommen sind, aber das ist hier gefühlt das Paradies. Man wurde natürlich mit einem schönen Drink direkt hier begrüßt. Es ist einfach geisteskrank hier. Es sieht einfach wieder wunderschön aus. Ich kann über Sevilla einfach nur Gutes sagen, Leute. Real talk jetzt. Sevilla is great, bro. Ja, Sevilla is great. Gibt's hier noch schön lecker Essen, irgendwelche Snacks. Das bockt sich doch, Leute. Nee, Bruderherz, was ist dein Tipp für das heutige Spiel?
2-2, sage ich. 2-2? Du? Ja, was du sagst, 3-0 für Dortmund sogar. 3-0? Wenn die so spielen wie gegen City, 100% 3-0 heute. Ja, was sagst du, Vasili? 3-1. 3-1 Dortmund? Ja. 2-1 für mich. Hast du nicht gerade 3-0 gesagt? Ich habe gesagt... 31er. Junge, ich habe gesagt, wenn es gut läuft, dann können wir die auch wegschießen. Aber genau solche Aufbaugegner, es läuft nicht bei Sevilla, Digga. Nein, das funktioniert nicht, Bruder. Ich hab schon gesagt, am Ende ist das Schweineschwanz. Garnelen, lieber Garnelen. Ah, lecker! Ich schmeiß Bro wieder. Komm, kein Schweineschwanz, okay? Diesmal kein Ochsenschwanz, oder? Bruder, kannst du mal mit Bruder, dann nochmal direkt noch eine Runde bringen. Ja, BVB. Ja, BVB. Ja, cool, Bruder, cool, Alter. Wir sind da, Leute. Wir sind jetzt endlich am Stadion. Ich komme nicht klar, Junge. Let's go. Mal Fahrradfahrer will mich schon. Komm, hier Fahrradfahrer. Espanola. Auf jeden Fall, Leute. Wir sind da. Schaut euch das Stadion an. Ich muss eins sagen, es sieht wunderschön aus. Der Pöhlerherz und ich sind natürlich sehr gut drauf. Unser Ticket, Leute, gehen mal rein. Wie geht das jetzt? Hier reinhalten? Let's go. Herzlich willkommen in Sevilla. Das ist der Blick ins Stadion für den heutigen Vlog. Schaut euch das an. Da sind schon unsere Dortmunder oben. Wow. Das Stadion ist einfach wow, Leute. Schaut euch an. Wir sind eine Stunde vor Anpfiff, glaube ich. Eine Stunde, fünf Minuten. Das ist wunderschön. Und wisst ihr, was noch geisteskrank ist, Leute? Guckt euch mal unsere Plätze an. Wir sind hier ganz vorne, Digga, ich komme nicht klar. Und er nicht schön Farmiller machen, guckt ihn euch an. Leute, jetzt schon mal, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal. Schade ist leider nicht dabei, er konnte nicht mitkommen. Nichtsdestotrotz werden wir gegen Bayern auch im Stadion sein. Und vergiss nicht, es kommt in der Woche mindestens ein Stadionvlog online. Like dieses Video, schreibt gerne einen Kommentar, was man besser machen kann. Und abonniert diesen Kanal. Russia! Die Torhüter kommen schon mal rein, Leute. Eine Stunde vor Amt ist nicht meins und das Stadion ist immer noch todesleer. Auswärtssieg! 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 Hier blende ich euch auch nochmal die Aufstellung ein, Leute. Youssoufa Moukoko spielt heute Stamm. Ich kann es nicht glauben, Edin Terzic hat es anscheinend gerafft, dass der Moukoko zurzeit in meinen Augen viel, viel besser ist als der Anthony Modest. Und das macht uns alle Dortmunder glücklich. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Endlich spielt man Moukoko für Modest. Wir believen in dich. Ja, la, 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 la. Schon was. Unglaubliche Stimmung jetzt schon, Leute. Ja, kommt rein. Super, hey, komm mal nach vorne, super, der Kapitän. Ein Scheißstadion mit. Was ist das denn? Ja. Was ist das für eine Stimmung hier? Lass die Spiele beginnen, let's go! Let's go! Ja? Und hier! Komm, 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 komm! Noch deiner, schön, Bellingham! Sehr schön, so will ich euch sehen, genau so, Jude. Okay, Ruhe rein, Ruhe rein. Ja! Eisvogel! Leute, was ein Tor von Guerrero, glaube ich, Leute. Das ging alles so schnell. Genau so weiter. Moin, immer mit da. Ey, Haaland ist unglaublich. 1 von Haaland wieder gegen Kopenhagen, Manchester City. Der Typ ist der beste Spieler der Welt zurzeit. Das ist unglaublich, ne? Na? Oh! Ja! Beckerman! So! Oh mein Gott, was eine Aktion! Und es geht weiter. Gefährlich, gefährlich, ja! Ey, mein Herz wegstehen. Auch wieder gut gemacht von Sevilla. Hier war außen gefährlich. Das ist kein Freistoß. Schwierige Situation, sehr, sehr gefährlich. Komm, bitte. Bitte lass es nicht geschehen. Ja! Rote Karte! Rote Karte! Das ist eine rote Karte, er ist letzter Mann. Rote Karte! Zeigt die rote Karte bewusst, vorher er schreitet ein und jetzt soll es anscheinend eine gelbe Karte sein. Unglaublich, was dieser vorher sich erlaubt. Ist kein Foul. Das war nicht mal sein Foul. What's happening here? What's happening here? Ja, ja, ja! Adibi, Adibi! Ja! Nein! Was? Ja! Oh!
Ball vorbei. Er tritt am Ball vorbei. Das wäre das 2-0. Oh mein Gott, sehr schön, Nadini. Ja. Oh. Mein Gott. So knapp wieder. Sehr gute Aktion, let's go. Hallo. So wenig, ehrlich, so wenig. Du musst jetzt mittlerweile auch ein zweites einfach machen. 2-0 muss jetzt schon sein. Das ist typisch Emre Can mit seiner Scheiße. Typisch Emre Can mit seiner Scheiße. Emre, was hast du mit Emre Can getan? Was machst du? So ein Müll, Emre. Jedes Mal das Müll mit dir. Jedes Mal das nächste Mal. Das kann nicht sein. Gib den Ball ab. Sitzt du auf der Bank. Wie solche Aktion sitzt du auf der Bank. Herr Schad. Mach ihn. Herr Schad. Mach ihn! Und mein Speicher ist voll. Mein Speicher war voll. Ein richtiger Randale hier. Something is happening up there. Stop. Die Sevilla Fans drehen hier komplett am Rad gerade. Chill, guys. Die singen irgendwas gegen die Vereinsführung. Boah, was war... Die machen irgendwas gegen die Vereinsführung. Was ist das denn? Was ist da? No idea what's happening. Erste Halbzeit vorbei. Wir führen 3-0 verdient, Leute. Ademi ein Tor. Wir haben ein Tor, Guerrero ein Tor. Ich bin einfach nur noch gebufft von der Stimmung hier in Sevilla. Das Stadion ist geil, das Spiel ist geil. Es passt einfach alles zusammen. Das macht mich glücklich. Ecke, Sevilla. Wieder bei Standard! Das kann nicht wahr sein! Ich bin immer wieder machbar! Ich sehe schon die Depressionen! Dumm verteidigt wieder, so fahrlässig, wenn man das so sagt. Geh dumm zum Ball! Geistesgesamte Stimmung! Wie hat er den nicht reingemacht? Siebrand! Sie, Julian! Und dann ist meine Tiefsteam-Mannschaft absolut am Rasieren. Ich habe Brand aufgestellt, Brand hat der Torwart. Ich habe Ademi aufgestellt, Ademi hat der Torwart. Jetzt ist nur noch Malen dran, komm! Junge, wie hat der den gehalten? Was ist los mit dem? Sorry, Manuel Neuer. Und jetzt Jude Bellingham on the ball. Jude Bellingham hat Nick Bolz und he ist in the ball. Malen, Tiefsteam! Ja! Was geht denn hier? Wer bin ich?
Spaß mit dem Vlog, Leute. Ey, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich bin fix und fertig. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Spiel. Ich würde mal sagen, Sevilla-Trip ist vorbei. Yeah! Yeah! Auf jeden Fall. Aber ist doch schön, dass ihr da seid. Ich habe mir fast das Handy ins Gesicht gehauen, aber ich bin auf jeden Fall fix und fertig jetzt und freue mich einfach nur noch für die erste Liga zu feiern.